Hallo und herzlich willkommen hier zu Subnautica. Ja, ich habe einen kleinen Teil der letzten Aufnahme versaut. Ich habe einfach ohne Ton aufgenommen und ich habe es versucht nachzusynchronisieren. Das klang dann einfach scheiße und nicht echt. Das ist mir Gott sei Dank nach ungefähr 10 Minuten aufgefallen. Die Erfolge, die dabei zu verbuchen waren, sind zum Beispiel, wo haben wir es jetzt, muss ich nur noch wieder finden. Da, der Moonpool. Den Moonpool können wir jetzt bauen. Da waren jetzt 3 Moonpool-Teile. Habe ich da mitgenommen. Mehr war da nicht zu holen. Es gab noch ein paar Erze, ein paar kleine Kristalle und. Das war es aber wirklich schon. Recht uninteressant. Jetzt habe ich dann für den Moonpool die Sachen zusammengefarmt. Bin dann auch hingegangen, habe gleichzeitig für die Fahrzeugmodifizierungsstation die Sachen zusammengefarmt und habe dann auch für den Druckluftkompensator für die Seemotte Rumpfverstärkung, Triebwerkeffizienzmodul, Vorratsmodul und Seemotten-Solar-Ladegerät. Dafür habe ich auch die Klamotten soweit schon mal gefarmt. Ja, wenn ich das jetzt hier noch machen muss, da brauche ich dann noch jede Menge Klamotten dafür. Das glaube ich, weiß nicht, ob ich das jetzt sofort schaffe. Dieses komische Aluminiumoxid, ich glaube, sowas habe ich gefunden. Ja, das habe ich hier. Aber wir wollen jetzt erstmal eben hingehen und gucken, wo und wie wir hier den Moonpool hinbauen. Wo sieht es am schönsten aus? Wo macht er sich am besten? Das ist natürlich die große Frage. Aha, so könnten wir den setzen. Oder vielleicht hier hinten weiter. Soll schon irgendwie auf gleicher Höhe sein, da müssten wir dann noch ein Rohr dazwischen setzen. Wir basteln einfach mal hier so hin. Und wir sind damit verbunden, würde ich mal so behaupten. Jetzt müssten wir eigentlich von unten auch reinkommen. Welcome aboard, Captain. Ja, das hier ist unser Moonpool. Ja, das Wichtige jetzt natürlich. Wo setze ich das denn dann hier hin? Ach, da zum Beispiel. Ah, nichts angedockt. Das werden wir jetzt aber eben ändern. Ich möchte nämlich zuallererst nicht die Seemotte, sondern die andere Seemotte aus dem Zyklopen. Die würde ich ganz gerne aufwerten. In der Zeit können wir natürlich einmal hier eine Wanderung machen. Ich war auch hier fleißig. Habe ja gesagt, ich werde hier bauen. Habe jetzt hier den Medikit, einfach ein Fabrikator, Batterieladegerät, ein Abfalleimer. Ja, Medikits, die packe ich hier rein. Hier habe ich ein bisschen Wasser reingezimmert. Gehen wir jetzt mal weiter nach oben. Hier oben habe ich Energiezellen-Ladestation hingebastelt, damit wir hier auch das Schiff weiterhin vernünftig mit Energie versorgen können. Hier ist weiterhin nichts. Und hier noch ein paar Bäume für Nahrungsmittel und. Hier hinter ist auch noch einer versteckt. Das war im Prinzip schon alles. Ich habe einfach zugesehen, dass wir hier ausgestattet sind. Wenn wir dann auf die Reise gehen, möchten wir natürlich zusehen, dass wir alles dann auch soweit haben, was wir so benötigen.
Dann wollen wir ihn mal eben hier im Moonpool andocken und gucken, dass wir hier alles soweit zusammenbasteln. So einfach ist das. Seemotte angedockt, voll aufgeladen. Ah, hier haben wir die Zusatzmodule. Den wollte ich basteln. Die Rumpfverstärkung. Ja, die Triebwerke, weniger Energieverlust. Und das Vorratsmodul. Gaskapsel, 2 Titan. Ja, hier haben wir für den Anzug die ganzen Klamotten. Das Solarladegerät, das wollte ich auch noch reinhauen. Ja, und hierfür, da fehlen mir dann jetzt die Klamotten. Das Abwehrsystem hätte ich ganz gerne noch gebastelt. Kann ich jetzt leider aber nicht. Wenn ich jetzt hier diese andere Rumpfverstärkung basteln möchte, Modifikator. Ach, dafür brauche ich diesen komischen Modifikator und dafür bräuchte ich aber auch, glaube ich, voll die komischen Klamotten. Wo war er denn? Ich hierfür nur voll. Nee, das wäre gar nicht so das Problem. Ja, das war's nicht. Wohl Kabelsatz Computership 2 Titan. Das wäre an sich jetzt machbar gewesen. Den hätte ich jetzt auch mitbauen können. Habe ich jetzt aber versaut. Versaut habe ich es natürlich nicht. Ich habe mir jetzt einfach nur nicht gebaut. Dann gehen wir mit einmal in die neue verbesserte Seemotte. Wie viele Meter können wir denn jetzt tauchen? Achso, wir müssen erstmal. Wäre vielleicht sinnvoll, die Klamotten hier auch anzubringen. Aha, ich kann 4 Zusatzmodule anbringen, habe aber 5 gebaut. Ja, ist egal. So, das wird das Triebwerk, das nehmen wir. Die Rumpfverstärkung auch. Für den Druck. Dann die anderen beiden Sachen, die packen wir in die andere Seemotte, mit der wir dann doch vielleicht öfters mal farmen gehen. Nein, nicht einsteigen. Zusatzmodule, genau. Aufladen, mehr lagern. Die Lagerung brauchen wir bei der anderen Seemotte nicht unbedingt, denn da haben wir ja auch immer noch 300 Meter tief kommen wir jetzt mit ihr. 500 Meter kann Zyklop. So tief hätte ich es natürlich am liebsten auch. Naja, anderes Mal. Gut, schmeiß mich mal raus hier. So, hier. Klappe schließen. Sonst sieht das doof aus. Was habe ich jetzt noch im Inventar? Noch ein Titan. Bist du blöd? Hau ab! Kommt einfach angelaufen. Beißt mich hier ganz frech. Oder versucht, trifft er nicht mal dabei. Ist denn er für ein komischer? Ja, hier hinten geht's lang. Nichts angedockt.
die Torpedos, das hätte ich auch interessant gefunden, aber ein anderes Mal. Ich werde mich dann irgendwann zwischen den Folgen einmal darum kümmern, dass ich die letzten Ausrüstungseinheiten noch bekomme, so da vernünftig weiterkommen. Sieht alles gut aus da draußen. Essen und Trinken, das werde ich jetzt noch mal eben hier, bevor wir dann jetzt gleich loslaufen. Also loslaufen ist auch der falsche Ausdruck. Loslegen mit unserem Zyklopen. Oh, das Vieh kommt mir auch gefährlich nah. Pass auf, hier steht ein großes Schiffchen. Oh, ich wollte einmal gucken, wie viel Energie haben wir noch. 98%, aber wir haben drei andere Module noch mit. Das wäre jetzt die Kamera über dem Zyklopen. Ich weiß noch nicht, wie das Fahren mir eventuell besser gefällt. Hier mit dieser Kamera. Oder diese Sicht hier. Jeden Fall ist hier jetzt gerade noch nicht ganz so viel los. Ich doch noch mal in die Kamera gucken. Wie sieht es hinter mir aus? Bin ich weit genug? Das ist immer noch die richtige, immer noch die richtige. Das ist die richtige. Nee, gar nicht. Ja, ich glaube, ich kann auch noch ein bisschen weiter nach vorne. Gucken wir mal, was wir mit Abtauchen. Oh, jetzt leckt es schon wieder ganz böse. Ah, jetzt sehen wir auch was hier. Hier ist der Meeresgrund. Das sind gerade noch 189 Meter. Das ist ja noch nicht viel. Irgendwo ging es doch hier wunderschön noch so ganz tief runter. Fahre ich dafür jetzt gerade verkehrt? Gehen wir noch mal einmal kurz nach draußen. Habe ich diesen Seegraben jetzt umfahren? Mach ja auch sein. Ja, ist ja schön, wenn alle Systeme online sind. So. Innenbeleuchtung. Die kann jetzt ruhig aus.
Signalhorn würde ich behaupten, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ja, geht es hier jetzt gleich ein bisschen tiefer runter? Sieht fast so aus. Bisschen die Frage, was ist da ganz unten unter uns? Hinten haben wir noch ganz, haben wir nicht ganz so viel Platz. Versuchen, dass wir unser Teil hier nicht zerstören. 312 Meter. Oh, Signalhorn hört sich nicht ganz so laut an, wie ich jetzt gedacht hätte. Aber ich würde sagen, genau. Machen wir einmal den Motor aus. Schauen uns dann mal. Lass mal, nee, die Außenscheinwerfer lassen wir an. Dann sehen wir auf jeden Fall genug. Haben wir hier erstmal jede Menge Salz, aber diese Teile, die sind weitaus interessanter. Und hier finden wir dann nämlich das Gold, was wir auch brauchen für die Kabelsätze. Ja, Quarz ist natürlich auch gut. Ja, ein schönes schwarzes Teil. Oh, Diamant. Oh, 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 das blendet aber ganz schön hier. Ja, geh doch rein jetzt in den Zyklopen. Mensch. Wir sind aber leider zu tief jetzt für die Seemotte. Damit tun wir uns jetzt keinen Gefallen, wenn wir da einsteigen würden. Mehr Gold. Oh, hier so ein komischer Alien oder was das ist. Gehen wir mal lieber ein bisschen aus dem Weg. Ich weiß nicht, wie cool das ist, wenn wir uns mit so einem jetzt noch anlegen. Ich würde mal behaupten, in erster Linie gar nicht mal so cool. Gut, meine Luftreserven sagen ruhig noch mal einmal zurück. Ja, ist ja gut, wir sind schon wieder da. Am besten sofort alles lagern. Aber wenn ich mir das so angucke, müssen wir, glaube ich, doch noch mehr Vorratsschränke hier hinbauen, denn so viel Platz ist da gar nicht drin. Diese kleinen Schränken hier.
Aha. Hier hinter uns geht es mal ganz tief runter. Da werden wir gleich runterdüsen. Nicht jetzt, in der nächsten Folge. Und ich würde schon mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen. Ich hoffe, das nächste Mal sehen wir uns wieder, wenn wir uns hier weiter in diese Untiefen vorwagen. Bis dahin und tschüss.